Ja, heute wollen wir ein bisschen über Imagefilm Storyboard sprechen. Das ist ja schon erst reichlich ordentlich Erfahrung. Und da wird der eine oder andere viel mitnehmen können. Fangen wir nämlich erstmal von vorne an für Leute, die dich gar nicht kennen. Wer ist der Daniel? Wer bist du? Was machst du? Genau, also ich habe eigentlich meine Kindheitsjahren mit Fotografie begonnen. Das heißt, ich bin immer mit kleiner Digitalkamera rumgelaufen, habe alles fotografiert, hauptsächlich in der Natur, beim Fahrradfahren. Und im Laufe der Zeit sind einfach die Kameras immer größer geworden. Das heißt, ich habe dann 2017 mein eigenes Business gegründet und bin seitdem eigentlich als Foto und auch im Team jetzt als Videograf auch weltweit unterwegs. Das heißt, wir haben jetzt ein Team von etwa 3, manchmal sind es auch 4 Leute, je nachdem, wie groß das Projekt ist. Und sind da wirklich, ich sag mal, von Dubai über Amerika bis England, waren wir schon überall unterwegs. Sehr geil. Und wenn wir jetzt, genau da finde ich auch ganz wichtig, erstmal drüber zu sprechen, weil ich sag mal, Kundengewinn ist eine Sache und Imagefilme zu drehen ist eine Sache, aber natürlich auch die, also zum einen, dass der Kunde am Ende auch happy ist, dass das alles drin ist, was er haben will und natürlich auch selber weiß, was filme ich jetzt, wie ist der Ablauf, wie ist der rote Faden, was will ich präsentieren. Und dafür ist halt ein Storyboard halt entscheidend und wichtig. Vielleicht kannst du erstmal den Leuten, vielleicht die auch nur Fotografen sind und noch nie was von Storyboard gehört haben. Vielleicht kannst du erstmal erklären, was überhaupt ein Storyboard einmal ist. Also grundsätzlich ist es so, dass man ja mit, also Story heißt die Geschichte, das heißt mit dem Storyboard ständig praktisch die Geschichte wach, die ich erzählen will. Das heißt, ich muss erstmal, bevor ich irgendwas erzählen kann, muss ich erstmal wissen, okay, worum geht es denn eigentlich? Das heißt, ich muss rausfinden, erstmal vom Kunden, okay, was will denn eigentlich deine Zielgruppe? Und grundsätzlich ist es immer so aufgebaut. Also es gibt ja unterschiedlichste Arten von Filmen. Es gibt ja Spielfilme, es gibt Imagefilme, es gibt Musikvideos, es gibt Immobilienvideos. Und da kann sich ja jeder schon mal denken, dass da die Story immer eine gewisse andere ist. Aber grundsätzlich ist es so, dass dieses Storyboard eigentlich gewissen Prinzipien folgt. Und zwar das Erste, was ganz wichtig ist, ist, dass man natürlich eine einfache und klare Nachricht übermitteln muss. Das heißt, man muss sogenanntes Rauschen oder Noise, muss man so gut es geht vermeiden. Ich gebe dir ein Beispiel, du hast einen Spielfilm und da ist irgendwo ein Schauspieler auf der Seite, der eigentlich keine Rolle hat, sondern der fängt irgendwo an mit seiner Geschichte, der entwickelt sich und auf einmal ist er weg. Er hat aber eigentlich nicht so wirklich einen Storyline beigetragen. Sowas wäre zum Beispiel ein Rauschen, das man dann aus dem Storyboard eigentlich entfernen müsste, weil es eigentlich nicht zur Story beiträgt. Das heißt, es gibt, wenn man jetzt wirklich nur auf die Spielfilme schaut, es gibt in Hollywood eigene Skriptdoktoren, die haben das studiert oder haben das gelernt über viele, viele Jahre, die sich da wirklich diese Geschichten anschauen und sagen, okay, macht das alles Sinn? Ist alles schlüssig? Gibt es irgendwie überflüssige Dinge, die wir weglassen können und folgt das auch unseren Prinzipien. Wir haben nämlich in Hollywood auch eine Zeit lang gedreht, also waren in Amerika unterwegs und da habe ich auch einiges über das Filmbusiness auch gelernt. Und da gibt es wirklich, ich sag mal, so eine Art ja, ein Notensystem oder ein Prozentsystem, mit dem die dann wirklich dieses Skript bewerten und dann sagen, okay, das Ganze ist jetzt gut, das kann man zur Produktion geben. Oder das Ganze muss einfach nochmal überarbeitet werden. Das kann dann über Wochen und Monate gehen, bis so ein Skript wirklich ausgefeilt ist. Und erst dann ist es, ich sag mal, Hollywood-reif. Ja, geil. Ey, wusste ich ja gar nicht. Ich dachte immer, klar, wir haben jetzt hier ordentlich Imagefilm-Kunden reingeholt. Du hast so, sag ich mal, autodidaktisch, Learning by Doing und dann immer so dir selber ein bisschen was angeeignet, was du wirklich auch mit, sag ich mal, höchst professionellen Leuten auch aus Amerika drüber gesprochen hast. Das ist ja auch für mich neu hier, Mensch, da muss man mehr erzählen hier. Ja, habe es dir erzählt. Also, es war ja das Filmprojekt in Liechtenstein und da waren wirklich auch Top-Producer dabei, Leute, die wirklich auch Hollywood-Sachen produzieren. Und da haben wir uns einfach öfters ausgetauscht, so Erfahrungswerte ausgetauscht. Und wir haben ja auch tatsächlich in den Hollywood Hills gelebt. Also, wir waren in einem Airbnb für ein paar Tage und da war wie ist sie, Mila, ich weiß so den Vornamen, die Hauptdarstellerin von Resident Evil, hat auf jeden Fall gleich neben uns gewohnt. Also, die war ein paar Minuten entfernt. Und dort leben auch da einige Stunt-Leute, also in Hollywood Hills, die auch wirklich bei namhaften Produktionen mitgespielt haben. Und da hat eben der Producer damals, der Patrick, der hat eben sehr gute Connections dorthin und hat selber auch in Los Angeles gelebt. Und von dem konnte ich einfach sehr viel lernen. Sehr geil, ja, so muss das sein. Dann klingt natürlich jetzt erstmal, ne, groß, Spielfilme und so weiter und so fort. Es muss ja auch gar im Imagefilmbereich gar nicht so der Spielfilm sein. Wir reden ja jetzt hier auch über normale Imagefilme, die Unternehmen für 3.500 Euro und so weiter und so fort. Wie gehst du da jetzt vor? Also, du hast den Kunden jetzt rangeholt. Gehen wir einfach mal von ganz normalen Unternehmen aus mit Mitarbeitern und Produkt und so weiter und so fort. Und
Wie gehst du jetzt ran? Wie fängst du jetzt an, so ein Storyboard zu erstellen? Genau, also wie ich gesagt habe, grundsätzlich erstmal herausfinden, okay, was ist überhaupt relevant für den Kunden oder eigentlich für seine Zielgruppe. Das heißt, wir wollen eine möglichst klare Nachricht auch übermitteln. Manchmal wissen das die Leute selber nicht. Das heißt, wir helfen uns dann mit gezielten Fragen herauszufinden. Und teilweise arbeiten wir auch mit, ich sag mal, Marketing-Experten zusammen, wenn es wirklich geht, darum eine ganze Recherche praktisch aufzustellen. Das heißt, da haben wir dann nochmal Experten, wo wir Kooperationen anstreben, wo wir auch sehr gute Erfahrungen gemacht haben. Und die machen dann wirklich Recherchen auch für uns und für den Kunden, damit wirklich sichergestellt ist, dass die Message dann auch rüberkommt. Also gerade die drei wichtigsten Punkte, denke ich, beim Storyboard sind dann klare Message rüberbringen. Es muss relevant sein für die Zielgruppe, damit die auch zuhören. Und natürlich keine unnötigen Informationen. Das heißt, das ist mal die Grundbasis jedes Storyboards oder auch jeder Werbung, wie du siehst. Und das heißt, wir fangen mal an mit einem Briefing. Das heißt, wir reden erstmal ganz klar darüber, okay, was sind eigentlich die Ziele, was wollen die mit dem Video erreichen? Und das nächste ist dann praktisch, okay, wie können wir das Ganze umsetzen? Und da gibt es natürlich unterschiedlichste Methoden. Man kann erstmal in der Länge variieren, man muss sich anschauen, okay, will ich ein Erklärvideo? Will ich eigentlich nur einen Werbefilm, der mal kurz Interesse wecken soll, wo die Leute nach auf eine Landingpage gehen? Will ich vielleicht ein Immobilienvideo? Will ich Interviewszenen haben? Also da gibt es wirklich unendlich viele Möglichkeiten, wie man das lösen kann. Okay, verstehe. Und gibt es da dann ein Programm oder sowas? Oder machst du das in Word? Oder wie arbeitest du dann sozusagen Stück für Stück das Storyboard dann? Also grundsätzlich ist es so, dass wir das immer in Google Sheets machen. Das heißt, wir haben, also wie Word eigentlich, kann man das sehen. Und in dem Fall, in der Regel fangen wir mit einer Outline mal an. Das heißt, wir haben das Konzept, wir wissen, okay, das und das ist gefragt. Die wollen wir praktisch ansprechen. Und dann erstellen wir erstmal eine Outline, wo wir sagen, okay, das ist so der grobe Umriss. So wie bei einem, wenn du ein Gebäude baust, sagst du, machst erst mal so eine Art Konzeptzeichnung und so einen groben Umriss von dem Ganzen, wie das aussehen soll. Und wenn du nachher den Umriss hast, dann kann man hingehen und das Ganze detailliert abarbeiten. Das heißt, ich fange an, okay, wie mache ich das Intro? Ich will natürlich, ich sag mal, Beispiel einen Hook einbauen, damit die Leute möglichst dranbleiben, weil ich sag mal, es gibt immer nur eine sehr kurze Aufmerksamkeitsspanne und ich möchte eben in den ersten Sekunden die Leute wirklich schon überzeugen und sagen, okay, bleibt's dran, es kommt darauf was Größeres, ich möchte es spannender machen. Und das hängt aber wirklich von jeweiligen Filmen ab. Es gibt zum Beispiel Kunden, die wollen sehr konservative Videos, wie zum Beispiel Behörden oder ich sag mal Schulen zum Beispiel. Oder es gibt auch Leute, die sagen, nein, ich will wirklich im Gedächtnis auf der Leute bleiben, ich will irgendwas Einzigartiges, was sonst niemand macht, kein 0815. Also wirklich, da gibt es unterschiedlichste Möglichkeiten, wie man das Ganze gestalten kann und das praktisch der Fantasie keine Grenze gesetzt. Okay, gehen wir mal, damit wir es ein bisschen greifbarer machen, gehen wir einfach mal das Beispiel von dem Motorradhändler. Wollte der einfach so einen Werbefilm haben, um sich so ein bisschen zu präsentieren, oder wollte er direkt Motorräder verkaufen? Also die wollen tatsächlich beides. Also in der Regel ist es halt gut, okay, wir wollen natürlich uns darstellen, ich sag mal zeitgemäß, weil bisher hatten die eben da noch nicht wirklich einen Film, den sie herzeigen konnten. Sie haben eine Website, aber jetzt so wirklich einen zeitgemäßen Auftritt, um wirklich das Unternehmen, die Mitarbeiter noch den Service zu präsentieren, das gab's bis dato noch nicht. Und bei denen ist es auch so, dass da gerade eine neue Filiale gebaut wird, also die Firma Ilomoto, die derzeit in der Prager Straße in Wien sind. Und die zweite Filiale wird eben gerade in Pamburg gebaut. Und die haben uns dann eben gesagt, okay, wir würden gerne beide Filialen darstellen. Das ist ein perfekter Zeitpunkt, um dann gleich beide Locations praktisch zu veröffentlichen. Und da haben wir gesagt, okay, also dann haben wir uns praktisch hingesetzt und gefragt, was wollen Motorradfahrer sehen und was ist natürlich auch fürs Unternehmen wichtig. Weil im Endeffekt kennen ja die Leute, also vor allem wenn du im Unternehmen arbeitest, kennen die sich ja immer selber besser, als wenn ich jetzt frisch dazukomme. Das heißt, da ist die Kommunikation immer sehr wichtig und auch die Abstimmung, was denn überhaupt relevant ist zum Zeigen. Okay, machst du dann erstmal an dieses Outline alleine und gehst dann nochmal mit den Kunden ins Gespräch oder machst du dir das Briefing oder das Storyboard mit dem Kunden direkt zusammen immer? Also grundsätzlich, wie ich gesagt, das erste ist mal das Briefing, dass erstmal das durchgehen, was überhaupt gefragt wird. Im zweiten Punkt kommt also das Konzept. Da arbeiten wir meistens zu zweit dran, das heißt der Michael ist ja bei mir der Kameramann, wo wir als Teamkollegen arbeiten und wir machen sehr oft auch die Storyboards zusammen. In Einzelfällen arbeite ich auch alleine dran, aber in der Regel ist es immer ein Teamwork und dann natürlich ist es auch immer so, dass wenn man mal einen ersten Entwurf hat, zum Beispiel einen Sprechertext oder mal ein grundsätzliches Konzept mit Outline, dass man den Kunden herangeht und sagt, okay, so und so hätten wir das jetzt mal gedacht. Entspricht das euren Vorstellungen oder wollt ihr noch was anderes? Und dann, genau, ist es wieder, ich sag mal, eine Feedback-Runde
Und dann gehen wir praktisch, wenn das alles passt, gehen wir praktisch in die nächste Runde und dann wird das detaillierter ausgeführt. Okay, wie sieht so eine detaillierte Ausführung aus? Man sieht ja online, wenn man sowas von Zollboard hört, wie Leute, keine Ahnung, an so einem Board sind mit so Stift und dann so hier so Zeichnung und so. Das ist natürlich, um das visuell irgendwie darzustellen, ne? Sieht wahrscheinlich jetzt in echt wahrscheinlich digitaler ein bisschen anders aus. Wie arbeitest du dann wirklich so dieses Storyboard? Wie sieht das dann anschließend wirklich aus? Also, wie gesagt, das ist eher so dann Richtung Word-Dokument. Hört sich vielleicht erstmal unspektakulär an, aber ich denke, das ist grundsätzlich eines der besten Tools, die man haben kann, um sowas zu erstellen. Ich weiß, dass es auch, es gibt Tools im Internet, die dir sogar per AI ein Storyboard erstellen. Das heißt, wir haben auch schon mit ChatGPT gearbeitet, einfach nur um Ideen zu kreieren. Und meistens muss man dann auch sehr stark überarbeiten, dass das wirklich brauchbar ist. Es bringt aber ein paar Grundideen, kann schon mal rausbringen. Also wir arbeiten auch mit AI zusammen. Und ich weiß, es gibt auch Software im Internet, die dir wirklich auch die einzelnen Szenen nachher zeichnet. Das heißt, die erstellt dir anhand von einer Beschreibung dann wirklich einzelne Grafiken, Szene für Szene durch. Das heißt, da gibt es unterschiedlichste Möglichkeiten. Wir machen das eigentlich immer mit Fotos. Das heißt, wir haben eine Idee im Kopf. Wir geben das zum Beispiel in Google ein, sagen Motorradhändler, oder wir schauen uns auch ab und zu Videos natürlich von vergleichbaren Händlern im Internet an. Und oft ist jetzt nicht unbedingt was dabei, was uns jetzt direkt gefällt, sondern wir picken uns immer Ideen aus verschiedenen Sachen auch raus und dann, okay, so und so wollen wir das Ganze dann zusammenstellen. Also unsere Konzepte sind wirklich immer individuell auf den Kunden nachher angepasst. Okay, mal angenommen, er sagt jetzt so Minute bis 1 Minute 30, soll jetzt so der Imagefilm werden. Ist dann im Storyboard dann so wirklich von den Zahlen her das dann so geschrieben wie 0 bis 10 Sekunden, man geht ins Motorradladen rein, 10 bis 20 Sekunden, Motorrad wird zum Kreis. Wird das so detailliert aufgeschrieben oder ist das dann eher so Szenen, wo man sagt, okay, ich habe jetzt hier irgendwie 15 Sekunden Zeit, da nehme ich irgendwas auf und schneide das zusammen. Wie handhabt ihr das? Also grundsätzlich ist so, wir haben halt eine Grundlänge vorgegeben. Das ist manchmal wirklich eine harte Länge. Das heißt, ein Kunde sagt, ich will das im Kino abspielen, da dürfen maximal 15 Sekunden haben. Da sind wir halt dann sehr genau, das heißt, da gehen wir dann wirklich vor und sagen, okay, wir haben 15 Sekunden, wir rechnen in etwa so mit, ich sag mal, 2 Sekunden pro Shot. Das heißt, wir haben im Endeffekt so, sagen wir mal, sieben so Shots, wenn wir dann die 15 Sekunden komplett ausfüllen wollen. Das ist mal der erste Richtwert. Sagen wir mal, Beispiel, bei einer Minute wären 60 Sekunden, wenn ein Shot 2 Sekunden dauert, wären wir bei 30 Shots. Das heißt, wir gehen immer so nach dieser Grundrechnung, ein Shot sind etwa 2 Sekunden und dann teilen wir das Ganze in diese verschiedenen Kapitel auf. Das heißt, wir sagen, okay, wir haben da 30 Shots und dann sagen wir Anfang, Mitte und Ende. Und ich sage mal, eine Grundregel aus dem Storytelling ist auch immer so, dass du dieses Anfang, Mitte und Ende hast du nicht nur beim Gesamtvideo, sondern du hast es auch bei einzelnen Szenen. Das heißt, wenn eine Szene beginnt, gibt es einen Anfang. Da passiert etwas. Da gibt es ein Mittelteil und dann gibt es ein Ende, wo das wieder abgeschlossen wird oder ein weiteres Fragezeichen kreiert, um die Spannung aufrechtzuerhalten. Das heißt, diese großen Prinzipien in einem Film, die gibt es auch im Kleinen. Kennst du sicher auch zum Beispiel von Mission Impossible oder von irgendeinem Hollywood-Film, dass du in der gesamten Story wieder kleine Stories hast, die einen Anfang, Mittelteil und Ende haben. Das heißt, da schauen wir immer, dass es möglichst auch, wie gesagt, je nach Auftrag auch spannend ist oder interessant ist und dass wir immer einen schlüssigen Faden noch haben. Okay, sehr, sehr gut. Wenn du jetzt das ausgearbeitet hast und dann auch die Shots dir zusammengeregelt hast und schon mal überlegt hast und den ersten Entwurf so an den Kunden ranbringst, mal angenommen, keine Ahnung, der richtige Imagefilm-Dreh ist jetzt in einem Monat. Wie planst du das, dass du mit den Kunden auch genug Feedback schleifst, dass es am Ende auch eher zu dem Shooting geht mit dem fertigen Storyboard und nicht, dass es dann irgendwie auf 7:30 irgendwie steht? Ja, genau. Also es ist so, dass wir eine gewisse Vorlaufzeit auch brauchen, das sage ich auch immer schon dazu, wenn wir diese Deals vereinbaren. Und ich sage mal, je größer und aufwendiger das Projekt ist, desto mehr Zeit braucht man natürlich für die Shootings und auch für die gewisse Vorbereitung. Und ich sage mal, diese Storyboard ist halt auch die Vorbereitung, ich sage mal, nicht nur für uns als Kamerateam, sondern auch für den Kunden. Weil man muss bedenken, man hat dann, ich sage mal, verschiedene Locations, man muss Leute wie Statisten organisieren. Man muss sich überlegen, okay, zu welcher Uhrzeit mache ich das Ganze, welches Wetter will ich? Will ich Sonnenschein, will ich Nebel, kann ich im Regen shooten, sind wir wetterabhängig? Also da sind so viele Faktoren, dass es einfach wichtig ist, das wirklich im Vorhinein zu wissen und dann dementsprechend auch mit Wettervorhersage planen zu können. Also das
ist nichts, was jetzt innerhalb von, ich sag mal, ein, zwei Tagen geht in der Regel, sondern es muss wirklich schon, ich sag mal, ein, zwei Wochen ist so eigentlich die Grundregel, die man braucht, um das wirklich dann herauszuarbeiten. Okay, sehr gut. Und machst du dann halt mit den Kunden und auch mit deinem Team alles dann per Zoom oder wie sprecht ihr dann zu? Fährst du dann extra hin zu dem Laden oder teilt ihr das dann dementsprechend einfach online per Zoom? Wie geht ihr da vor? Genau, wir machen per Zoom, dann gehen wir Shot für Shot durch und dann sagen sie eben, okay, das hätten wir noch gern verbessert oder wir feilen ein bisschen am Text. Manchmal ist es auch so, dass wir den Leuten das einfach noch mitgeben, das heißt, wir schicken mal den ersten PDF-Entwurf durch und dann sagen die, okay, passt, wir setzen uns dann nochmal ein paar Tage hin, besprechen das, denken das nochmal durch, stimmen sich vielleicht noch mit Marketing ab und dann gehen wir einfach mit der fertigen Version nachher zum Dreh. Okay, sehr gut. Gibt es dann auch mal irgendwie Kunden, die, obwohl sie das Storyboard mit dir abgesegnet haben und alles eigentlich gepasst hat, am Ende, ja, ich will das anders haben oder lieber so oder so, gibt es da mal wahrscheinlich dann auch Stress irgendwie? Gab es tatsächlich jetzt vielleicht so ein, zwei Mal. Einmal, wo sich der Kunde oder die Kundin, will ich jetzt gerne einen Namen nennen, nicht mehr erinnern konnten, was sie eigentlich bestellt hatten. Ich sag mal, Beispiel, da wurden Fotos, also sollte eine Diashow eingebaut werden in das Video und im Endeffekt hieß es dann, okay, ich hab nie gesagt, dass da Fotos rein sollen. Wir haben die Fotos aber bekommen, also der hat uns die Fotos geschickt und das war halt so ein Punkt, wo ich mir gedacht habe, okay, das ist echt strange, aber das ist echt, so kommt so gut wie nie vor. Also ich sag ein, zwei Mal in 2 Jahren jetzt. Ja, wenn du auch so viele Kunden da hast, dann ist natürlich dann, jeder Mensch ist ja auch immer anders, jedes Unternehmen ist anders. Aber es ist, glaube ich, schon ein guter Weg, dass wenn man so seine Storyboard zusammen erstellt, dann sollte man sich besser natürlich daran erinnern, dass man darüber gesprochen hat. Aber man kann ja auch nochmal das Storyboard anschließend ja dann nochmal rausschicken und sagen, hier, wie besprochen, das ist das fertige Storyboard. Und dann haben die es ja sozusagen noch einmal physisch im Postfach sozusagen, die Datei. Und dann gibt es da ja nichts mehr drum zu reden, weil man sich ja später immer noch darauf beziehen kann, hey, hier, das ist das Storyboard, was wir abgebrochen haben und so. Aber klar, bei einer größeren Anzahl von Kunden, da wird es immer mal ein, zwei Problemchen geben, aber da muss man einfach mit ansprechen, da findet man immer eine Lösung zusammen. Absolut, ja. Ich mache das auch immer mit dem finalen Storyboard, also ich sage denen dann, ja, hier ist das finale Storyboard, wie besprochen, und dementsprechend können sich dann auch alle auf den Dreh vorbereiten, also das ist ganz normal. Ja. Bist du dann bei dem Besprechung von dem finalen Storyboard sozusagen alleine mit dem Kunden oder sind dann die Teammitglieder dann auch dabei bei per Zoom? Nee, das mache ich in der Regel alleine. Das ist, genau. Okay, ja. Wie ist das dann später für die Mitarbeiter? Wie machst du das dann? Schickst du dann das fertige Storyboard einfach hin? Oder sehen die das dann auch erst beim Dreh? Wie macht die das? Du meinst jetzt so vom Kamerateam oder Post-Production? Genau, weil der Kameramann muss ja wissen, wann nehme ich was auf oder sowas, oder sieht er das erst vor Ort? Nee, das wird auch vorher schon geteilt. Also im Idealfall kommt das gleich mit, wenn ich es dem Kunden schicke, dass er weiß, okay, das und das ist fertig. Und dann hat er das auch abgelegt und das geht dann auch an die Post-Production weiter. Weil für gewisse Shots oder für gewisse Sachen, die hier dann geplant sind, muss man ja auch bestimmt anderes Equipment mal mitnehmen, je nachdem, was gewünscht ist, ob jetzt Interview, ob Drohne oder sonstiges. Suchst du das dann schon im Vorfeld alles raus, dass du schon rausschreibst, okay, für diese Shots brauchen wir dieses Equipment, oder macht es dann dein Kameramann, dass du ihm das Briefing schickst und er muss selber sich darum kümmern, dass das Equipment dann auch vor Ort ist? Also es ist immer ganz unterschiedlich, also je nachdem, wir haben spezielle Aufträge, wo wir wirklich, sagen wir mal so, mit Makrolinsen noch arbeiten. Wir haben das bei der HLW Braun gemacht, dann wirklich mit Laura Makrolinsen gearbeitet. Da war mir einfach klar, okay, ich werde das Equipment besorgen, ich werde das mieten und dann habe ich das geholt. Und alle anderen Sachen, ich sag mal Kamera und so, da kümmert sich der Kameramann, der Michael, drum. Also das ist dann schon alles vorbereitet. Okay, sehr gut. Gab es auch mal Momente, wo dann der Kunde irgendwie ein, zwei Tage oder am selben Tag noch Änderungen am Storyboard vornehmen wollte? Und wie gehst du dann damit um, wenn sowas passiert, so kurzfristig? Du meinst am selben Tag vom Dreh? Es gab tatsächlich mal, also es gab wahrscheinlich immer wieder Fälle, ich habe es nicht genau im Kopf, aber ich weiß zum Beispiel einen Fall, wo wir hingekommen sind und die wollten an sich nichts ändern, nur das Model ist ihnen abgesprungen. Das heißt, statt den zwei Models hatten wir nur noch eines und dann musste, glaube ich, die Frau von ihm einspringen, hat aber komplett eine andere Haarfarbe, also da ging es ums Haare färben. Und ich meine, das war halt dann etwas blöd, aber da, ja,
konnten jetzt auch nichts direkt dafür und wir haben halt dann das Beste daraus gemacht. Ist trotzdem ein super Video geworden. Aber ursprünglich war es halt geplant, dass da jemand mit dunklen Haaren noch dabei ist, dass man diesen Färbeeffekt noch besser sieht. Also wir sind auch, wenn es jetzt nicht extreme Änderungen sind, die alles über den Haufen werfen, dann sind wir auch so flexibel, dass wir einfach mitgehen. Also das ist kein Thema. Und es ist immer so, dass ich sag mal, dass man nie alles bis auf das letzte Teil planen kann im Leben. Aber ich sag mal, man bemüht sich eben immer, das so gut wie möglich auch umzusetzen, dass es wirklich auch von der Essenz und von der Geschichte und von der Information her passt. Also soweit sind wir schon flexibel. Sehr gut. Ja, also wird immer mal wieder was, gerade wenn man mit Menschen arbeitet, mal irgendwie Krankheit oder irgendwas Privates oder auch Wetter, wenn was man nicht mitspielt, da muss man natürlich dann gucken, wie man das am besten deichselt. Aber gerade als Filmmacher, als Fotograf, dann da wird es zumindest auch nicht langweilig, aber eine Lösung findet man da mit Sicherheit schon immer irgendwie, ne? Absolut, genauso ist es, ja. Sehr gut. Gibt es zum Thema Storyboard noch irgendwas Wichtiges, was ich vergessen habe? Also ich denke, man könnte stundenlang drüber reden, das ist halt ein ziemlich tiefes Thema, weil ich sag mal grundsätzlich Geschichten, also im Endeffekt erzählen wir Geschichten, wie ich gesagt habe, und Geschichten werden schon seit sehr, 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 sehr langer Zeit, also auch in der Menschheitsgeschichte werden Geschichten erzählt, und grundsätzlich ist es so, dass es einfach eine sehr effiziente Art und Weise ist, Informationen zu übermitteln. Das heißt, du kennst auch bei Kindern, dass wenn du einer Sechsjährigen jetzt etwas erzählst, dann kann die jetzt ohne groß lesen, schreiben und rechnen zu können, kann die auch eine Geschichte verstehen. Das heißt, die sitzt ja auch vom Fernseher oder vom Handy und können einfach jetzt Comics nachvollziehen, können eine Geschichte nachvollziehen, wenn du das erzählst. Das heißt, vom Kind eigentlich bis zum Pensionisten versteht eigentlich jeder eine gute Geschichte. Und dem ist es halt sehr wichtig, die richtig aufzubauen, nachher eben auch die Informationen klar zu übermitteln, wie ich gesagt habe. Okay, sehr gut. Also gehst quasi immer dran, was für eine Geschichte kann ich erzählen, beziehungsweise was soll herausgestellt werden und wie kannst du das, was herausgestellt wird, in eine Geschichte verpacken, Anfang, Mitte, Ende, damit das auch für die Zuschauer halt entspannt ist und damit sie halt am Ball bleiben, ne? Genau, so als Grundrezept, ja, mit vielen verschiedenen Variationen. Sehr gut. Hast du schon von Anfang an immer schon so gearbeitet oder waren so die ersten Imagefilme, dass du einfach vorbeigefahren bist und dann mal gucken, was wir jetzt aufnehmen, oder warst du schon mal mit dem Storyboard unterwegs? Also das allererste so richtig große Videoshooting, das war ja damals in Dubai, das war so 2021, 2022. Da hatten wir tatsächlich nicht so wirklich den Plan, wie wir es genau machen. Also da waren wir auch das vom Aufbau her noch relativ neu mit Lichtern und Ton, da war das bei Charles noch relativ neue Technologien und Kombinationen für mich. Da haben wir auch nicht wirklich Storyboard gemacht, weil das einfach viel zu umfangreich geworden wäre. Da hätten wir Monate, vielleicht sogar ein Jahr in der Vorbereitung gebraucht, weil die Firma, für den ich das damals gemacht habe, das war halt sehr umfangreich und er hat das auch sehr spontan und auch sehr gut gemacht. Also er kann sehr frei sprechen und viele Dinge kommen für ihn erst so, wenn er was frei raussagt. Also da ist es nicht so, dass der alles vorbereiten müsste, was er sagt an Content. Sondern da ging es einfach darum, okay, ich soll einfach die Grundsituation von der Technik einmal klarstellen, dass wir gut filmen können, dass wir guten Ton haben, zwei Kameraperspektiven und da habe ich kein Storyboard zugemacht. Ich habe auch gemerkt im Nachhinein, das Learning war dementsprechend so, dass das Ganze noch, ich sag mal, etwas chaotisch war. Das heißt, sowohl vom Dateimanagement als auch von den Dingen, die zusammenpassen. Und da habe ich gemerkt, okay, es muss in Zukunft, wenn wir drehen, muss immer ein Plan her, zumindest vom Titel. Da kann ich das im Video sagen, dann kann ich den Ton dementsprechend schneiden. Und das war schon ein Learning, den ich da in Zukunft sofort umgesetzt habe. Also von da an ging es wirklich mit viel mehr Plan los. Wir haben dann, wie gesagt, die Storyboards erstellt. Und von dem her eigentlich haben wir dann immer Storyboards gemacht. Das war eigentlich ein wichtiges Learning damals in Dubai. Sehr gut. Also wichtigstes Learning, immer Storyboard dabei haben, dann geht es schneller voran und für alle Beteiligten besser, auch für die Kunden. Oh, ihr Daumen hoch. Und dann auch noch, was für herausgestellt werden, Anfang, Mitte, Ende und vorab mit den Kunden einfach besprechen, damit es halt abgesegnet ist, ne? Genau. Und ich denke, eine wichtige Frage ist auch noch, also wenn das dann die Zielgruppe sieht von dem Kunden, ist auch so die Sache, also derjenige, der das sieht, wenn du, sagen wir, du siehst Zahnpasta-Werbung, du siehst eine Autowerbung und deine Frage im Kopf ist eigentlich immer, kann die Marke, die mir da präsentiert wird, kann die wirklich das liefern, was ich haben will?
Und wenn du im Kopf dir innerlich die Frage beantwortest, dann sagst du, ja, eigentlich das ist genau das, was ich suche, dann hast du halt die Kaufentscheidung in der Regel. Sehr gut. Ja, dann hast du doch sehr gute Tipps heute rausgehauen für die ganzen Leute, die mal ein Storyboard noch nie erstellt haben und keine Ahnung haben, was das ist. Die Leute, die sich vielleicht gerne mal mit dir connecten wollen oder vielleicht mal gerne ein Imagefilm von dir erstellen lassen möchten, wie kann man dich am besten erreichen? Am besten über Instagram, das heißt, die Seite ist Daniel Gap oder Daniel Gap Fotografie, auf Englisch geschrieben. Oder über meine E-Mail, das wäre kontakt@danielgap.com. Jawohl, dann meldet euch beim guten Daniel. Für alle, die das jetzt auf YouTube sehen, ich verlinke mal hier ein Video, wo wir in Wien den guten Daniel besucht haben. Schaut euch gerne das Interview einmal im Anschluss einmal an. Und ja, dann danke ich für deine Zeit. Ich wünsche dir viel Spaß beim nächsten Storyboard erstellen und bei deinem Filmdreh heute, ne? Dankeschön. Danke, ciao, ciao. Danke, ciao. Zur Stilikone. Yeah, Edmund Retzelte. Der Weg zum Ruhm und viel mehr in die Zukunft bereit für ein Kennenlerngespräch. Oh yeah, Erfolg ist mein Name, shoot wie ein Profi, Bilder zum Leben erwecken, Filmemacher, Motivation, Reklick auf M und Ritzel D.